denke ich auch. So, willkommen zurück bei Wobtorio. Wir sollten gleich loslegen. Genau, wir brauchen unbedingt ein... Stopp. Radaranlage. Radaranlage hier irgendwo in der Ecke. So, damit wir gucken können, wo das Eisen ist. Es ist... Kein Eisen da. Willst du mich veräppeln? Ja, okay, dann müssen wir jetzt ein bisschen unterwegs sein. Wasser anschließen. Oh ja, stimmt. Wasserrohre auch mal automatisieren hier. Davon welche. Wasser runter. Bis da. Zack, so, Wasser läuft, Pumpe läuft, das läuft. Wir haben kein Eisen mehr und nur noch bedingt viel Kohle. Kein Eisen. Naja, dann direkt Warp-Kapper. Nee, auf keinen Fall. Wir werden jetzt nicht nochmal warpen. Kein Eisen ist doch direkt RIP, oder? Naja, es ist halt nicht der erste Planet. Also der erste Planet ist immer ein Standardding, wo auch alles an Ressourcen vorhanden ist und alles ist ganz normal. Da kann man also keinen Fehler haben, soweit ich das sehe. Aber inzwischen sind wir ja schon ein paar Mal gesprungen. Das heißt, wir müssen nicht jedes Mal alle Ressourcen bekommen. Und es soll auch Planeten geben, die komplett aus Eisen bestehen und manche, die haben gar keine Ressourcen und ein bisschen mehr Random-Faktor drin. Aber ich laufe jetzt einmal ein bisschen rum, guck. Und wenn hier wirklich nichts ist, dann würde ich wahrscheinlich Fische sammeln oder Holz oder irgendwas wird hier ja wohl schon sein. Oder auch nicht. Positiv zu vermerken, bisher auch keine Aliens. Ja. Und hier ist sogar eine Sackgasse. Das heißt, von hier können sie gar nicht kommen. Das ist gut zu wissen. Außer da unten ist jetzt ein Mini. Nee, okay. Komplett toter Planet. Ja. Geh am besten immer von oben aus der Base im Keller raus, dann glitscht du nicht aus der Mauer. Hier muss ich schauen. Wir sind jetzt auf einer Insel gelandet, wo nichts ist scheinbar. Also wenn es da oben nicht rausgeht, dann ist Ende. Die Minimap ist mir ein Ticken voraus, deswegen gucke ich da hin. Das wäre so ein Planet, um den Aufbau der Warp-Plattform mal zu optimieren, wenn nötig, da man etwas Ruhe hat. Ja, Zeit für Forschung. Nee. Wir haben nämlich keine Science Packs. Und wir haben auch. Ja, doch. Oh ja, stimmt. Guter Hinweis, danke. Ich wollte gerade sagen, wir haben gar nicht die Ressourcen, Science Packs zu bauen. Doch, haben wir. Das heißt, ich gehe jetzt mal runter. Wusch. Nehme davon welche mit. Und baue noch eine Fabrik. Hier. Ärmchen. Rein, raus und du machst dann Tränke. Das heißt, hier kommen einfach nur Kupferplatten rein und die Dinger. Glaube, ich baue gleich noch einen. Ärmchen. Und Kisten und dich und Copy und Hälfte davon hier rein. Dich da raus. Und da brutzeln lassen. So.
Namen, lohnt es sich jetzt mit einer Factorio neu anzufangen oder sollte man lieber auf 1.1 warten? Das ist vollkommen irrelevant, was für Versionen das hat. Du musst ja erstmal in das Spiel reinkommen und lernen, wie alles funktioniert. Also bin ich mir relativ sicher, dass es auch einigermaßen kompatibel sein wird. Als Speicherstand wirst du weiterspielen können. Sonst steht das da bestimmt auf der Webseite irgendwo. So, da ist ganz eventuell ein Übergang. Ja, hier ist ein haarscharfer Übergang. Also ganz eventuell könnten sie von da kommen. Aber ich habe den starken Verdacht, dass der ganze Planet einfach ohne Gegner ist. Das heißt, hier könnte man theoretisch alles an Holz sammeln, was man braucht, aber das... Ich denke, ich werde die Zeit nutzen, um die Tränke alle durchlaufen zu lassen, dass wir mit der Forschung vorankommen. Wobei ich nicht... Physical Projectile Damage ist schon echt praktisch. Also da müssen wir noch checken. Und hier den Bereich. Ein bisschen Holz ist ja auch nicht schlecht. Ja, ein bisschen was kann ich gerne mitnehmen, aber so wirklich in Massen brauchen wir das kaum noch. Glaube ich. Also die grünen Chips brauchen hier keine... Genau, brauchen kein Holz. Das brauchten sie nur in Castorio. Turret Damage Upgrade. Turret Damage Upgrade gibt es, glaube ich, in der Form nicht mehr. Es, glaube ich, gibt es noch die Munitions-Upgrades, die wir jetzt auch haben. Da ist automatisch Gun Turret Damage mit drin. Das haben sie vor ein paar Versionen geändert. Craftet dein Inventar etwas? Nee, du da nicht, hast recht. Dann stell doch bitte mal ein paar Ärmchen her. Ein paar Rohre her. Ein bisschen Munition und Mauern. Achso, und hier unten ist wirklich nichts. Und da drüben sieht es nicht viel besser aus. Okay, wir haben gelernt. Es gibt ruhige Entspannungsinseln, wo man landen kann. Was ich aber gut finde, also nicht, weil wir gerade entspannen könnten, wie auch immer, sondern einfach, dass es Abwechslung gibt. Weil bisher sah es für mich wirklich so aus, als gäbe es nur zwei Varianten von Biomen und das dazwischen wechselte hin und her und das ist ja nicht ganz so toll. Deswegen hatte ich die eine Mod hier auch raufgepackt oder wollte ich die eine Mod raufpacken mit den Eisplaneten und Lavaplaneten und so weiter, die eigentlich hier auch schon drin sein sollen, aber die kamen bisher halt nicht. Obwohl, boah. Na gut, ich nehme ein bisschen Holz mit. Zack. Du könntest deinen Kopf ein kleines bisschen verschieben, dann sehen wir auch, was du craftest. Gucken wir mal. So. Ich werde aber keine 20 Minuten jetzt hier sitzen auf dem Planeten. Das ist mir für euch zu langweilig. Aber wir können die Ressourcen verkraften, die wir haben für die Forschung. Oh, okay, ich sollte noch die Sachen befeuern. Da. Die Öfen müssten noch an der Stelle... Das hier muss noch dicht gemacht werden. Reparieren. So. Also hier kommt noch Mauer hin, da kommt noch Mauer hin. Wir müssen noch die Gates erforschen, dass wir hier auch rausgehen können. Das Ding müsste eigentlich woanders hin. Weil hier könnte es jederzeit zerstört werden. Mauern craften eventuell, oder hast du keinen Stein mehr? Ich habe keinen Stein mehr. Also ich habe einen Stein. Warte, ich nehme das da mal weg. Kriegen wir dich hier reingequetscht? Yep, besser. So. Aber jetzt steht es halt nicht hier drauf und blockiert hier aber auch nichts. Dann brauchen wir noch einmal ein Pole da. Na nun.
Oh, das ist jetzt zu weit weg. Okay, anders. Dich. Da. Und schon mal für die Zukunft da, aber wenn ich wissen, auf welcher Seite das Wasser denn sein wird in Zukunft. Keine Verbindung, ja. So, Fabrikat. Ja, das sieht schon besser aus. Wie viel brauchen wir jetzt? 100. Ja, ja. Ach Geo, du brauchst Gates, wenn du deine Plattform ganz abbringen willst. Ja. Deswegen habe ich das vor 5 Minuten erwähnt. Aber die Gates zu erforschen kostet zu viele Tränke, die wir noch nicht haben. Kommt doch erst später, glaube ich. Da. Ich werde jetzt keine 100 roten und grüne Tränke für sowas ausgeben. Da habe ich dann lieber eine Lücke, lauf dann raus und mach's wieder zu. Das ist okay. Und da. Zeug. Die Fabriken scheinen doch recht lahm. Wäre es schon schneller, wenn du einen Teil der Tränke im Inventar herstellst? Ja, wahrscheinlich. Dafür bräuchte ich dann hier ein bisschen was von. Ja, das kannst du behalten. Ich sehe schon 20 Roboports auf dieser Plattform. Ich bin gespannt, wie groß die Plattform später werden kann. Also ich denke, nach dem Damage-Upgrade mache ich jetzt auch als nächstes die Plattform größer. Stehen eventuell auf der Insel noch ein paar Steine rum, da du ja keine Steine hast. Ich glaube, hier waren echt nur Bäume. Aber ihr könnt ja auch mal die Augen offen halten, falls ich da was übersehe. Also Klippen sind da, ja. Aber Steine sehe ich keine. Ich denke, das wird bei der Planetengenerierung hier auch extra so gemacht worden sein. Weil sonst könnte man halt 500 Mauern auf Vorrat machen und dann die Basis total absichern beim nächsten Planeten. Das wäre dann vielleicht ein bisschen zu einfach. Ja. Hab nur totes Holz und ein paar Bäume gesehen. Also nicht mal ein random Stein. Deswegen denke ich, es wird einfach eine Inselgenerierung irgendwie konfiguriert worden sein und dann gesagt, kein Eisen, kein Kupfer, kein Stein, keine Steinsachen zum Abbauen, go. Und dann zufällig. Nicht, dass die Mods, die die Inseln kaputt gemacht haben. Ich denke nicht, ich habe sie ja deaktiviert. Und der Safe Game hat davon nichts mitbekommen. Also dürfte es eigentlich nichts verändert haben. Hier könnte auch ein bisschen mehr Holz drin sein, ne? Zeug. Das ist so ungewöhnlich, hier jetzt nicht angegriffen zu werden. Spätestens bei der nächsten Insel sollte alles wieder geladen sein. Du meinst, dass das ein normaler Planet ist? Denke ich auch. Noch ein Forschungszentrum wurde auch schon gefragt. Ich habe kein Eisen mehr. Selbst wenn ich wollen würde, ich könnte jetzt nicht mehr. Du hast noch eins? Oh, ja, stimmt. Dankeschön. Zoink. Hast noch Eisenerz? Oh. Ah, ist das schön, wenn ich... Oh. Ist schön, dass ihr aufpasst, weil ich tue es nicht ganz so häufig. Also eins, da kein Zwischendurch, ne? Ja. Drei, vier.
Eisen, Rinn, Kupfer, Rinn. Hi, kann man Flüssigkeiten in die zweite Ebene leiten? Ich glaube, mit Upgrades, also mit Tech-Kram, geht das. Von oben rausgehen, Gero, ja. Muss ich mich dran gewöhnen. Und es ist noch gar nicht Montag. Ja, ich hab's eine halbe Stunde vorher angekündigt. Ich wollte nicht bis Montag warten. Warp Boiler Floor. Das klingt so, als wenn da irgendwo Wasser kommen würde. Aber ich weiß halt nicht wann. Adds an extra pipe and upgrades the belt's beep and chest size of all platform logistics. Also gibt es vielleicht intern auch Logistiksysteme, nicht über Roboter, sondern gegen andere Sachen. Das müssen wir dann gucken. Was ist das für eine Forschung mit der Sense und dem Planeten? Warp Reach. Dadurch können wir von weiter weg Sachen abbauen. Reach Distance. Was ich jetzt als nicht so wirklich sinnvoll. Also ich könnte wahrscheinlich von hier hinten den Baum abbauen, aber... Meh. Oh, wir könnten hier noch eine Kiste... Das kann erstmal weg. Eine Kiste reinquetschen. Wollen wir doch lieber Holzkisten, weil Eisen ist Munition. Da eine Kiste hinquetschen mit Brennmaterial. Ja, mit Platform Logistics kannst du Wasser und Items über die Ebenen leiten. Also ähnlich wie ein Factorismo, oder wie das heißt. Also wir kriegen das auf jeden Fall durch. Da wird es jetzt nach und nach eng. So von oben raus, ne? Husch. Breche ich mal kurz ab. Holzkiste dahin. Holzkiste da und da jetzt ein Teil von unserer Kohle reintun. Nicht alles. Da bin ich zu paranoid. Weil wenn hier doch mal irgendwie was durchkommt, die Kiste zerstört wird, ist doof. Die schmelzen eventuell auch runter. Hm. Ja, stimmt, wir haben hier Platz, ne? Nee. Wenn du was für deine Plattform erforscht, musst du die Sachen von den gestrichelten Sachen bauen. Und das auf jeder Etage, was ein Stress. Von den gestrichelten Sachen bauen? Du meinst, ich muss sie runternehmen? Also ich darf hier nichts drauf bauen, sonst wird es zerstört. Ja, uns wurde eine Fabrik letztes Mal so zerstört. Na, doch, warte. Vier, vier, ne? Ja, alles gut. Du hast zu viel bekommen. So. Da. Unsymmetrisch. Nein! Das ist super, es ist ungerade. Es ist symmetrisch. Das heißt, hier sollte die Mitte sein. Na, Dr. Decker. Ich kann jetzt ja auch schon mal vorbereiten, was ich beim Start des nächsten Planeten in der Tasche haben sollte. Nämlich recht viel Kohle, um die ganzen Drills da aufzubauen fürs Eisen. Das sollte reichen. Und ich brauche nicht so viel Kupfer. Und ich brauche keine Pistole. Die sollten repariert werden. Gut. Davon habe ich schon genug auf Vorrat. Das kann wieder mit. Aha, kein Phantom Doctrine. Hat er wieder den Plan überworfen? Ja. Oh, 69. Braucht man hier Rubber oder wurde das rausgenommen?
In Vanilla braucht man keinen Rubber, oder? Das war eine Minecraft-Sache. Minecraft-Sache. Hypothese, alle 5 Warps gibst du eine Insel, wäre ja möglich. Nein. Also 5 kann es nicht sein, weil wir haben bei 0 angefangen und sind jetzt bei 6. Also sind wir 7 mal gesprungen. Ne, warte, sind wir 6 mal gesprungen. Ist das Vanilla mit Warp-Mechanik? Es ist Vanilla und mit Warp-Turio und da ist diese Warp-Mechanik mit drin. Und auch recht viel Forschung und halt diese mehreren Ebenen. Also es fügt nicht Fusionsatombomben oder ähnliches hinzu, wie Krastorio das getan hat, aber doch halt recht viele Upgrades. Was bist du da? Warp Factory Beacon. Unlocks a Warp Beacon on the Factory Floor. Each level adds an extra additional module slot. Also ja, alles was auf der Factory-Ebene gebaut wird, hat dann einen Modul-Slot extra zum Beispiel. Das ist super. Und wir haben einen neuen Member. Hallo Andreas. Größere Plattform wäre super, damit man nicht mehr rausfliegt. Das Risiko, dass man im falschen Moment nicht mitwarpt. Stimmt. Das klingt nicht so schön. Und wir haben nur noch 10 Minuten. Okay, ich dachte, es wird hier zu schnell langweilig werden auf dem Planeten. Aber es gibt doch recht viel, was man feintunen kann. Und die Forschung sollte durchlaufen. Also, nächster Planet, wir kommen an. Wir schmeißen unsere Radarschüssel raus. Ne, müssen wir nicht, die steht ja schon. Wir gucken, wo das Eisen ist. Wir laufen schnurstracks zum Eisen. Wir platzieren 3 Türme. Stopfen die 3 Türme voll mit mindestens 10 Magazinen Munition. Und setzen dann locker 20 Burner Drills. Und stopfen die voll mit einem halben Stack Kohle jeweils. Danach suchen wir Stein. Als erstes Wasser. Stimmt, als erstes Wasser. Als erstes Wasser anschließen, damit wir Strom haben. Dann suchen wir Eisen, bauen die Eisendrills auf, damit wir Metall bekommen für die Munition. Laufen dann zu einem Steinfeld, um Stein zu bekommen für die Mauern. Dann geht's zurück. Und wir schmeißen einen Teil von dem Eisen, was wir bekommen haben, sofort hier rein, um Munition herzustellen. Weil wir haben nicht so super viel Munition. Also ich habe jetzt hier 118, das ist richtig. Aber wenn man das auf alle Türme verteilt, dann ist es nicht mehr so viel. Was sagen unsere Türme hier eigentlich? 30 ist zu viel. 20. 20 sollte Max sein. No, kann alles rein. 8. Oh, Forschung ist durch. Gut. Shooting Speed. Ja, hier, größere Plattform. Go. Die 120 kriegen wir aber nicht zusammen. Oder? 30. 30. 30. Doch, würden wir sogar zusammenbekommen. Das kann ich durchlaufen lassen. 35. So, also sind jetzt 140 Tränke hier drin. Das heißt, das läuft durch. Wir haben gleich eine größere Plattform. Schön, 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 schön. Bau die Mauer neben dem Boiler. Da kommst du eh nicht mehr durch. Da. Ja. Ich hasse das Ding. So. Dann ist hier mein Ausgang. Oder ein Ausgang. Doch, aber wird gut 20 Minuten dauern, bis sie durch ist. Hat ja jetzt auch fast so lange gebraucht. Nee, guck mal, wie schnell das da oben durchflitzt. Naja, schnell ist übertrieben. Aber ich glaube, die Forschung allgemein dauert nicht so lange wie die andere Forschung. Ja, eine Treppe auf einem Eimer einfällt, wäre besser gewesen. Ja. Oder irgendwie eine Taste. Zum Beispiel, wie man auch Fahrzeuge betritt mit Enter. Das wäre praktischer.
Aber naja, das geht alles. Eventuell einen Wassertank forschen. Weil der mitgenommen wird und man dann immer Wasser hat, um Dampf herzustellen. An sich wichtig, ja. Aber ich gehe davon aus, dass wir fast immer Wasser haben werden. Naja, wobei, nee. Ja, Tank klingt gut, aber die Forschung ist es mir jetzt nicht wert. Also erstmal haben wir es anscheinend noch gar nicht. Was mich wundert, das ist eine der ersten Forschungen. Oh nee, braucht grüne Tränke. 50 grüne Tränke. Ich werde es mir irgendwann holen, aber nicht jetzt sofort. Da ist lieber mehr Dacker-Dacker oder größere Plattform wichtiger. Was machst du da, kleine Maus? Ich versuche, meinen Stuhl zurückzuholen. Okay. Machst du da deine Tür bitte zu? Klaro. Dankeschön. Nachwuchs-Ninja sind nicht besonders leise. Lieber Dampfbunkern statt Wasser. Ist effektiver und flexibler, wenn du Stromquelle wechselst. Okay. So, 5 Minuten nur noch. Ich glaube, Iki hat recht mit den 20 Minuten. Sei es drum. Ich verteile derweil nochmal hier ein bisschen was von der privaten Money. Frage mit dem Strom. Ja. Achso, hast du genug Strom? Noch ja. Wir produzieren nämlich 600 Kilowatt dadurch und wir brauchen fast gar nichts. Weil aber auch nicht so viel läuft. Wenn die Fabriken alle laufen, dann haben wir eventuell schon Stromprobleme. Aber hoffentlich mit dem kommenden Upgrade haben wir noch Platz, um 2 Steam Engines übereinander zu bauen. Private Money. Ja, das ist private Money. Ist auf Tasche. Irgendwann dann Nuklearenergie und Laser. Ja, das dauert noch richtig lange. So, 4 Minuten 20. Ablauf. Wasser anschließen, Eisen holen, Stein holen, Munitionsproduktion anschmeißen. Gut. Man könnte ja das Radar abbauen, wenn man es nicht braucht, um Kohle zu sparen. Die Forschungslabore brauchen viel weniger Strom als normal, oder? Ah, habe ich gar nicht drauf geachtet. Und ich weiß auch nicht in Vanilla, wie viel die verbrauchen. Aber die werden hier gerade gar nicht aufgeführt. Muss man dafür vielleicht in die Etage? Oh. Wir produzieren hier Strom durch die... Hä?